Kapitel 2 der Vorlesung Information Retrieval. Architektur einer Suchmaschine. Retrieval. Im Zentrum des Retrieval-Prozesses steht der Retrieval-Schritt. In diesem Schritt wird die Relevanz der im Index repräsentierten Dokumente bezüglich der Anfrage berechnet. Der Retrieval-Schritt komplettiert das der Suchmaschine zugrunde liegende Retrieval-Modell, einer Theorie, wie die Relevanz eines Dokuments bezüglich einer Anfrage gemessen werden kann. Retrieval-Modelle haben im Wesentlichen drei Bestandteile: eine Funktion zur Repräsentation von Dokumenten, eine Funktion zur Repräsentation von Anfragen, eine Funktion zur Berechnung der Relevanz eines Dokuments für eine Anfrage auf Basis der Repräsentation von Dokumenten und Anfragen. In Vorbereitung auf die Berechnung der Relevanzfunktion wurden alle Dokumente zuvor, offline, durch die Repräsentationsfunktion für Dokumente verarbeitet. Dies ist der Indexing-Prozess. Die Anfragerepräsentation wird online, zur Anfragezeit, berechnet. Sobald die Anfragerepräsentation vorliegt, wird jedes Dokument anhand seiner Repräsentation gescored. Je höher der rechnerische Score eines Dokuments, desto höher die angenommene Relevanz des Dokuments für die Anfrage. Schlüsselkomponenten sind daher das Dokumentscoring selbst und die verteilte Berechnung von Document Scores für alle Dokumente. Das Dokumentscoring dient also der Berechnung der Relevanz eines Dokuments für eine Anfrage. In ihrer allgemeinsten Form berechnet man die Relevanz eines Dokuments wie folgt. Sei T ein Term aus der Terminologie von Indextermen. Sei Omega X eine Abbildung des kartesischen Produkts von T und X auf die reellen Zahlen, die Termgewichtsfunktion heißt. Es gibt zwei Termgewichtsfunktionen, eine für die Menge der Dokumente X gleich D und eine für die Menge der Anfragen X gleich Q. Sei Rho eine Relevanzfunktion, die Pärchen aus Dokumenten und Anfragen auf einen reellwertigen Score abbildet, der die Relevanz von Dokument zur Anfrage quantifiziert. Für jeden Term T aus der Terminologie Groß T wird das Produkt seiner Termgewichte Omega Q von T und Omega D von T bezüglich der Anfrage Q und des Dokuments D berechnet und dann die Produkte für alle Terme der Terminologie summiert. Der sich daraus ergebende Zahlenwert wird als Quantifizierung für die Relevanz des Dokuments zur Anfrage interpretiert. Die so berechneten Werte sind vergleichbar, sodass ein Dokument, das einen höheren Zahlenwert für eine Anfrage erreicht, als ein anderes, als relevanter zu betrachten ist. Das Dokument, für das der höchste Wert errechnet wird, ist das relevanteste und wird auf Platz 1 des Rankings gesetzt, und alle übrigen in absteigender Reihenfolge ihres Relevanzwerts sortiert. Warum wird in der Summenformel über sämtliche Terme der Terminologie das Produkt der Termgewichtsmaße berechnet? Warum nicht nur für die Terme aus der Anfrage? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Beobachtung: Die Termgewichte von Term T für alle Dokumente wurden vorausberechnet und müssen aus dem Index aufgerufen werden, wohingegen die Termgewichte von T für Anfrage Q zur Laufzeit berechnet werden. Es gibt Terme, die nicht in der Anfrage und/oder nicht im Dokument vorkommen, aber trotzdem zur rechnerischen Relevanz des fraglichen Dokuments beitragen können. Ein Beispiel dafür sind Synonyme. Und das ist auch die Antwort auf die vorangegangene Frage. Nichtsdestotrotz gilt für die Mehrheit aller Terme, dass sie wenig bis gar nichts zur rechnerischen Relevanz beitragen, sodass oftmals dennoch einfach nur die Terme der Anfrage betrachtet werden und zusätzlich noch die Terme, die durch Anfrageerweiterung hinzugefügt wurden. Der Schlüssel, die Formel zum Funktionieren zu bringen, ist, geeignete Termgewichtsmaße zu definieren. Es gibt aber auch noch andere von diesem Schema abweichende Formeln. Für die Berechnung der oben genannten Formel wird der Index verwendet, in dem die zuvor berechneten Termgewichte für Dokumente gespeichert wurden. In der Praxis werden nicht alle Terme der Terminologie mit in das Document Scoring einbezogen, sondern nur ein kleiner Bruchteil. Andernfalls würde die Konstruktion eines Index auch keinen Vorteil bringen, man würde so oder so die gesamte Dokumentkollektion durchgehen müssen.
Für die Verwendung des Indexes, um Dokumente zu scoren, gibt es zwei grundlegende Strategien: Document-at-a-Time-Scoring und Term-at-a-Time-Scoring. Bei ersterem wird ein Dokument nach dem anderen gescored. Es wird vorausgesetzt, dass die Postlisten im Index nach der ID der Dokumente sortiert sind. Die Postlisten der Terme der Anfrage werden gleichzeitig geöffnet und dann so iteriert, dass die Zeiger jeder Postliste immer auf das Dokument mit der nächsthöheren ID zeigen. Die dort gespeicherten Termgewichte werden dann für das Scoring des jeweiligen Dokuments herangezogen. Alle anderen Terme, die das Dokument möglicherweise enthält, die aber nicht in der Anfrage vorkommen, werden ignoriert. Beim Term-at-a-Time-Scoring wird die Postliste eines Terms nach dem anderen geöffnet. Dafür aber alle Dokumente gleichzeitig gescored. Die Scores jedes Dokuments werden inkrementell berechnet, Term für Term, was funktioniert, da die Scoring-Funktion additiv ist. Um die Berechnung der Document-Scores noch weiter zu beschleunigen, ist es beispielsweise beim Term-at-a-Time-Scoring möglich, die Berechnung der Scores vorzeitig abzubrechen. Wenn absehbar ist, dass sich die Gesamtgewichte durch die Betrachtung weiterer Terme nicht mehr stark verändern und damit das finale Ranking der Dokumente schon weitgehend final ist. Um viele Anfragen auf einmal zu verarbeiten, wird die Verarbeitung von Anfragen verteilt über tausende Rechner durchgeführt. Der Index wird verteilt und repliziert gespeichert, sodass die Verteilung der Anfragen naheliegt. Darüber hinaus werden Caches für Ergebnisse und Zwischenergebnisse eingesetzt, um zuvor beantwortete Anfragen schneller beantworten zu können und das Suchergebnis nicht neulich errechnen zu müssen. Neben dem Caching von Ergebnissen werden auch Teile der Indexe selbst in schnellen Speicher abgelegt, um die Latenz des Zugriffs zu minimieren. Beispielsweise erhalten kommerzielle Suchmaschinen große Teile ihrer Indexe permanent im Hauptspeicher vieler Rechner vor, um so die Antwortzeiten zu minimieren.